Hallo, mein Name ist Lutz Langer. Ich habe 2019 mit anderen Interessenten einen Verein gegründet, der zum Ziel hatte, eine Veranstaltungsstätte in Saalfeld zu etablieren, die Veranstaltungen für die Altersgruppe 50 plus anbietet. Kleinerer Rahmen, kleineres Ambiente, und wir haben intensiv in Saalfeld nach einer Räumlichkeit gesucht und haben dann im Jahr 2020 diese Räumlichkeit hier in der Villa Weidig gefunden. Die Villa Weidig hat ein anderes Nutzungskonzept gesucht und uns die Möglichkeit gegeben, hier so eine Kleinkunstbühne oder kleine Bühne zu installieren. Wir haben die Corona-Zeit genutzt und haben mit ziemlich viel Aufwand ein sehr schönes Ambiente und sehr schöne Voraussetzungen für künstlerische Aufführungen geschaffen. Es hat sich in dieser Zeit auch herausgestellt, dass es viele Leute in Saalfeld gibt, die das Projekt unterstützen, wie zum Beispiel Piano Schulze oder Piano.Schulze, der uns einen Konzertflügel zur Verfügung stellt, sodass wir hier regelmäßig Klavierkonzerte veranstalten können. Wir bieten regelmäßig Rock- und Blues-Veranstaltungen an. Wir haben im Juli 2021 die Spielstätte sozusagen eröffnet mit einem Leonard-Cohen-Abend. Das war ein wunderbares Erlebnis, ein sehr großer Erfolg. Und wir versuchen seitdem monatlich mit etwa zwei Veranstaltungen dem Saalfelder Publikum sozusagen ein erweitertes Kunst- und Kulturangebot zu geben. Ist dieses Objekt Ihr Eigentum jetzt? Sie haben es erworben? Der Eigentümer ist Jörg Kuhlmeier, der mit uns einen Nutzungsvertrag gemacht hat. Jörg Kuhlmeier betreibt hier drin das Café, die Pension hier drin im Haus und wohnt auch hier im Haus. Und wir als Verein betreiben sozusagen nur die Spielstätte. In diesem Sinne erstmal herzlich willkommen nochmal für alle, die noch dazugekommen sind. Wir freuen uns wie verrückt, dass jedes Mal gut besucht ist, dieses Haus. So lange gibt es uns ja nur noch nicht. Und in diesem Sinne freuen wir uns gerade diesen Abend auf eine wunderbare Mucke, wie ich sie gerne sage, weil ich ja nur selbst Musiker bin. Und ich mache. Flowers.
Trying to get out of that gripping hill of home.